Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gott kennt dein Leben, deine Geschichte, deine Herausforderungen. Gott will auch in deinem Leben das wiederherstellen, was kaputt ist. Weißt du, dass Gott dich kennt? Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und Gott kennt deine Geschichte. Er kennt dein Leben. Und jeder Mensch hat eine Geschichte, nämlich seine Geschichte. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ganz speziell du und deine Geschichte, dein Leben. Gott weiß, durch welche Herausforderungen du gegangen bist. Deine Kindheit, deine Eltern, dein Umfeld, Ehe, Familie, Freunde, Arbeitsplatz. Er weiß es, deine Geschichte. Und viele Menschen nehmen ihre Lebensgeschichte nicht an. Sie hadern damit. Ist es dir auch schon einmal so gegangen, dass du gehadert hast mit deiner Vergangenheit, mit deiner Geschichte, wie dein Leben verlaufen ist? Sie hadern, was ihnen widerfahren ist, wollen anders sein, als sie sind, oder haben Schuldgefühle beziehungsweise ein schlechtes Gewissen über die Vergangenheit. Hadre nicht mit deiner Geschichte. Versöhne dich mit deinem Leben. Du kannst nichts mehr ändern. Kannst du sagen, es ist gut, wie Gott mich geführt hat? Oder sagst du, hätte ich bloß damals dies und jenes getan? Oder hätte ich doch anders entschieden? Wäre mein Leben anders verlaufen? Hadere nicht. Erkenne, dass Gott einen Plan hat mit deinem Leben. Er macht aus deinen Niederlagen etwas Gutes. Er wendet deine Fehler zu etwas Brauchbarem. Versöhne dich mit deiner Geschichte. Du brauchst diese Gewissheit, dass Gott aus deinem Leben etwas Gutes macht. Und das gibt dir Frieden und das gibt dir Gelassenheit. Hat Gott nicht trotz unserer Fehler alles zum Guten gewendet? Und so sagt es auch sein Wort. Vielleicht scheint in deinem Leben alles kaputt zu sein. Es gibt Hoffnung. Gott stellt wieder her, was der Satan rauben konnte. Und in der Bibel lesen wir oft von Menschen, die in Not waren. Und es gibt viele Arten von Nöten und Gott begegnet jeder Not anders. Erkenne, es gibt Hoffnung auch für dich. Gott will auch deiner Not begegnen, egal was es ist. Er kann deine Geschichte neu schreiben. Schau nicht auf deine Umstände, sondern ändere deine Blickrichtung. Die Änderung deiner Blickrichtung setzt den Segen in Bewegung und verändert auch deine Situation. Wie Gott dein Problem löst, das überlass ihm. Aber er hat eine Lösung, wo du vielleicht noch keine siehst. Er hat Türen, die er auftut, wo wir oftmals nur staunen können. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wie Gott mit Menschen Geschichte geschrieben hat.
trotz ihrer Fehler, trotz ihrer Unzulänglichkeiten. Einige Beispiele. Mose konnte sich nicht richtig ausdrücken. Er stotterte und war sogar ein Mörder. Und wie hat Gott ihn gebraucht? Gideon hatte Angst. Er bekam von Gott einen Auftrag und hatte Angst, das auszuführen. Und Gott hat ihm den Sieg gegeben. David hatte eine Affäre und war auch ein Mörder. Petrus verleugnete Jesus. Und die Martha, die machte sich ständig Sorgen. Und doch hat Jesus mit ihnen Geschichte geschrieben. Jeder dieser ganz verschiedenen Menschen hatte seine eigene Geschichte. Und wenn wir nur an die Jünger denken, wie unterschiedlich sie waren, aufbrausend, ungläubig, zögerlich, ängstlich und so weiter. Und Jesus kannte ihre Fehler und trotzdem hat er sie berufen. Er kennt auch deine Fehler und trotzdem bist du berufen. Und eine ganz besondere Geschichte ist die Geschichte von Hiob. Und ich glaube, Gott hat sich sehr intensiv mit dieser Geschichte befasst. Und wenn es uns sehr schlecht geht, vergleichen wir uns oft mit Hiob. Doch Hiobs Geschichte ist ein Beispiel des Sieges und der Wiederherstellung. Auch deine Geschichte entwickelt sich zu einem Beispiel des Sieges, wenn du an Gottes Wort festhältst. Hiob ist, denke ich, das am wenigsten gelesene Buch der Bibel. Wer will sich schon gerne mit dieser Leidensgeschichte befassen? Und sogar die Welt kennt diesen armen Kerl, der den Ausdruck Hiobs Botschaft geprägt hat. Das Buch Hiob ist ein Buch der Wiederherstellung. Eine Geschichte der Wiederherstellung. Und Gott hat es zugelassen, dass Hiob angegriffen wurde von Satan, obwohl es keinen Grund dafür gab. Hiob hatte sich nicht versündigt und sich auch sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Und die Parallelstelle im Neuen Testament ist Johannes 9, Vers 1 bis 3. Und da heißt es: Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Gottes Macht wird offenbar. Und das sehen wir auch bei Hiob. Und das sehen wir auch in deinem Leben. Dass wir erkennen, dass Gott treu ist. Auch deine Wiederherstellung geschieht durch Gottes Hand. Gott wollte zeigen, dass der Satan nichts ausrichten kann, auch wenn er noch so wütet. Gottes Macht ist größer. In Hiob Kapitel 1, Vers 1 sagt uns die Bibel, dass Hiob ein rechtschaffener, redlicher und gottesfürchtiger Mann war, der das Böse mied. Und wir kennen die Geschichte. Er hatte alles verloren. Seine ganze Familie, seine Kinder. Hiob war bankrott und er wurde sehr krank. Und doch bei all dem hielt er Gott die Treue. Er überprüfte sich, ob Sünde in seinem Leben war. Und wir lesen Kapitel 2, Vers 10, wo Hiob sagt: Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen.
Und weiter heißt es, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Er hat Gott vertraut. Er hat ihm keine Vorwürfe gemacht für das, was ihm widerfahren war. Was kommt aus unserem Mund heraus im Laufe unserer Lebensgeschichte? Wir sind manchmal so schnell dabei, Gott Vorwürfe zu machen oder das Warum und das Wieso zu beklagen. Wenn Gott nicht gleich eingreift, meinen wir, er hört uns nicht oder er hat uns vergessen. Wir verbeißen uns oft in unser eigenes Denken und merken gar nicht, dass Gott etwas viel Besseres hat. Werfen unser Vertrauen weg, wenn es nicht so geht, wie wir denken. Hiob tat das nicht. Er hat einfach Gott vertraut in seiner Situation. Dann aber kam für ihn die Anfechtung in Form seiner Freunde. Sie kamen und bombardierten ihn. Sie ließen einfach nicht locker und wollten ihm einreden, dass er sich Schuld aufgeladen habe. Sie kamen mit all den Floskeln, die wir auch so gut kennen in unserem Leben. Du hast gesündigt. Du musst Buße tun. Du bist nicht demütig. Du hast zu wenig Glauben. Gott straft dich. Oder wo ist denn dein Gott? Gott liebt dich nicht. Du hast dein Elend selbst verschuldet. Gott hört dich nicht. Und das sind doch Dinge, die wir oft auch über unser Leben denken. Gott straft mich. Gott liebt mich nicht. Er hat mich vergessen. Wir fühlen uns alleine gelassen. Und das alles musste sich Hiob auch anhören. Und es ist eine detaillierte Beschreibung, wie Freunde einem zusetzen können und wie Hiob sich fühlte. Er war innerlich zerschunden und verletzt. Er fühlte sich angegriffen. Am Anfang hatte er auf Gott vertraut, aber dann begann er zu zweifeln. Er wollte sterben. Das hat ihn so heruntergezogen, dass er sterben wollte. Er wollte aufgeben, weil er plötzlich keinen Ausweg mehr sah. Und genau so ist es bei uns auch, wenn wir auf andere hören. Wenn wir auf Menschen hören, die einfach irgendetwas sagen, was uns herunterzieht, die uns Zweifel aufkommen lassen, die uns negativ reden. Und wenn unsere sogenannten Freunde oder vielleicht sogar Verwandte uns bombardieren und uns klar machen wollen, dass Gott uns doch nicht hilft. Kennt ihr solche Aussagen? Höre nicht auf Menschen, wenn es dir einmal nicht so gut geht. Wenn es mal unten durchgeht, halte dich an Gott und sein Wort. Überprüfe dein Leben, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann bereinige dies und vertrau auf Gott. Lass dich nicht beirren. Lass dir nicht irgendetwas einreden, was der Grund sein könnte, warum es dir gerade schlecht geht. Gott wird es dir zeigen, wenn du etwas zu tun oder zu bereinigen hast. Wenn wir auf Menschen hören, geht es uns wie Hiob. Es kommt Verzweiflung und wir wissen manchmal nicht mehr ein und aus und nicht, wie es weitergeht. Und Satan führt uns das ganz breit vor Augen.
wie schlecht es uns doch geht. Widersteh dem, höre nicht darauf. Und im letzten Kapitel im Buch Hiob lesen wir, was Hiob sagte. Und das ist ein Zwiegespräch zwischen Gott und Hiob. Und Hiob sagt: Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Und dann sagt Hiob: Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Und dann seine Reaktion: Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Und in einer anderen Übersetzung heißt es: Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Es ist ihm bewusst geworden, dass er Blödsinn geredet hat. Und Hiob bereute, dass er sich von seinen Freunden so herunterziehen hat lassen. Es tat ihm leid, dass er Gott anklagte und zweifelte an Gottes Hilfe. Er hatte Gott getadelt und zurechtgewiesen. Im Kapitel 40, Vers 2 lesen wir das. Und das tat ihm leid. Hiob bat Gott um Vergebung. Er hat seine negativen Worte widerrufen. Er hat sich losgesagt von all dem Blödsinn, den er geredet hatte. Sage auch du dich los von allen negativen Worten und Gedanken. Das, was du aussprichst, kommt in Existenz. Wenn negative Gedanken in dir wachsen und du sie aussprichst, machst du eine Türe auf für den Feind. Negative Aussagen sind eine Festlegung in deinem Leben. Du legst dich fest, dass dir Schlechtes widerfährt. Oder manchmal sind es auch andere Menschen, die uns festlegen, wenn wir es glauben und annehmen. Zum Beispiel: Aus dir wird niemals etwas. Du bist ein Versager. Oder: Gott hilft dir ja doch nicht. Wo ist denn dein Gott? Und wenn wir das glauben und annehmen, legen wir das fest in unserem Leben. Sag dich los von deinen negativen Gedanken und Festlegungen und widerrufe, so wie Hiob das getan hat. Er sagte: Darum widerrufe ich meine Worte und ich bereue in Staub und Asche. Zerbrich die negative Festlegung in deinem Leben. Widerrufe deine negativen Worte und Gedanken. Sie binden dich in deinem Leben. Wir sind gebunden an diese negativen Dinge, die wir aussprechen und festlegen in unserem Leben. Und das ist, als ob der Feind einen Finger darauf legt und sagt: Du hast es doch gesagt. Matthäus 12, 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Von unnützen Worten ist hier die Rede. Und davon, dass wir dafür einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und negative Worte sind auf jeden Fall auch unnütze Worte. Alles, was wir sagen, bringt Frucht hervor. Positiv oder negativ. Zurück zu Hiobs Geschichte. Interessant ist, was nun weiter passiert.
Gott spricht zu Hiobs Freunden. Kapitel 42, Vers 7 und 8. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt nun 7 junge Stiere und 7 Schafböcke. Geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun. Ist das nicht erstaunlich? Gott nennt Hiob seinen Diener. Und nur Hiob fand Gehör bei Gott. Er sollte für seine Freunde beten. Gott war sogar zornig über diese vermeintlichen Freunde, die nicht die Wahrheit über Gott sagten. Und auch wir hören oft die Unwahrheit über Gott von Menschen, die um uns herum sind. Die Frage ist, wem glauben wir? Den Menschen oder Gottes Wort? Gott hat Hiob wiederhergestellt, seine Ehre, seinen Stand, und er wurde gerechtfertigt von Gott. Und für die Freunde war es eine Blamage, dass sie für sich selber opfern mussten und sogar damit zugeben, dass sie gesündigt hatten, Hiob gegenüber. Und ausgerechnet Hiob sollte für sie bitten, dem sie so zugesetzt hatten. So ist Gott. Er stellt sich auch hinter dich, wenn du ihm vertraust. Wenn du dich zu ihm hältst und nicht auf Menschen hörst. Jeder muss dann erkennen, dass du ein Gesegneter oder eine Gesegnete von Gott bist. Und weiter heißt es in Vers 10, als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Und Hiob war reich. Und von Krankheit war auch keine Rede mehr. Das Buch Hiob ist eine Lebensgeschichte der Wiederherstellung. Und der wichtigste Vers des ganzen Buches Hiob ist dieser Vers 10, wo es heißt, dass der Herr das Geschick Hiobs wendete, als er Fürbitte tat für seine Freunde. Hiob musste erst vergeben, bevor er alles doppelt zurückbekam. Danach wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er musste für seine Freunde bitten, und das kann man nur, wenn man keinen Groll im Herzen hat. Für seine Widersacher bitten und beten. Und bei Vergebung geht es nie um die Schuldfrage. Jesus war auch nicht schuld am Kreuz. Er hat unsere Sünden getragen und nicht seine. Trotzdem hatte er uns unsere Schuld vergeben. Hiob hat sehr gelitten unter den Anschuldigungen seiner Freunde. Vielleicht bist auch du gerade in so einer Situation, wo du unter solchen Dingen leidest. Schau nicht auf deine Umstände. Lass dich ermutigen durch die Geschichte von Hiob und schaffe heute einen Wendepunkt in deinem Leben. Schau auf Gott, der dir helfen kann, und nicht auf deine Umstände. Bei Hiob war es auch so. Er hat erst gezweifelt, als er auf die Umstände sah, die seine Freunde vor ihm ausgebreitet haben. Vorher nicht. Höre nicht auf Menschen, sogenannte Freunde, die dir deine Hoffnung auf Gottes Hilfe zunichte machen. Hiob war bankrott und wurde zu einem sehr reichen Mann. Gott heilte ihn vollkommen und stellte ihn wieder her in seinem Leben. Die letzten zwei Verse der Geschichte heißen,
Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder. 4 Generationen. Und Hiob starb, alt und der Tage satt. Der Schlüssel dazu war Vergebung. Gott will auch in deinem Leben das wiederherstellen, was kaputt ist. Gott kennt dein Leben, deine Geschichte, deine Herausforderungen. Versöhne dich mit deiner Geschichte. Gott stellt wieder her, auch in deinem Leben. Er kann deiner Lebensgeschichte eine Wendung geben. Und er möchte deine Geschichte neu schreiben. Amen.